Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute ein kleiner Ballers Talk mal wieder. Körbe werfen mit Mr. Mike. Und heute zwar der perfekte Ausgleich. Ich bin jetzt eine halbe Stunde extra länger gefahren, um auf diesen Platz hier zu gehen, weil ich bin der Sonne hinterher gefahren. Hab gehofft, dass hier noch so ein bisschen Sonne scheint. Es ist jetzt 17 Uhr am Abend, schon ein bisschen frisch. Aber ja, leider keine Sonne. Der Platz ist trocken, das ist schon mal eine gute Sache. Und ihr hört es schon, echt ruhig und idyllisch. Ab und zu kommen mir mal ein paar Spaziergänger vorbei. Die schauen natürlich, oh, wer ist das? Oh, der hat aber krasse Skills. Yep, das bin ich. Hi, wie geht's? Alles gut. Hinten noch so die Straße, auch ein bisschen laut immer wieder. Es hallt hier ein bisschen her. Das ist ein bisschen schade, aber ich bin ja hier auch nicht jetzt nur zum Abschalten in Kulisse und so da, sondern auch ein paar Körbe zu werfen. Das Netz hier, richtig mies. Demonstriere ich gleich mal. Das ist richtig mies. Erste Wurf heute. Das ist ein richtig mieses Abfuck, Alter. Was ist das? Ja, okay. Wenn man so wie auf den trifft, ist es natürlich gut. Ja, das meine ich. Ja, das ist so ein richtig schönes Abfucknetz, gell? Ey, behindert, weil die Kette sich da oben verzwickt, abgebrochen ist, rumgewickelt hat, enger geworden ist. Boah, habe ich bei sehr vielen Körben hier. Richtig nervig. Daher ist der Platz jetzt zurzeit eigentlich nicht mein Lieblingsplatz. Aber ich habe halt gedacht, wegen Videoaufnahmen komme ich jetzt hierher. Aber das ist natürlich, ey, du kannst die ganze Zeit hochspringen und den Ball wieder holen. Es ist natürlich nicht so schick, aber ja. Jetzt nur für euch hier, gell? Nur für euch hier. Oh, hier auf dem Platz übrigens habe ich meine ersten Videos gedreht in Lederhose damals. Damals war das hier noch alles unbebaut. Jetzt ist hier die komplette Kulisse auf die Berge weg. Echt schade, wenn man die Kamera jetzt hier gedreht hätte. Muss ich mal schnell machen. Hast du hier eigentlich ein Panorama gehabt? Unglaublich. Einer der schönsten Plätze in Bayern, bevor dieses Gebäude hinkam. Also ja, nicht ballerfreundlich, aber was willst du machen? Video ist da nochmal verlinkt, checkt mal aus. Ich will auch dieses Jahr unbedingt mal nochmal, habe ich letztes Jahr auch schon vorgenommen, ein neues Basketballspiel in Lederhosen machen. Ne? So ein bisschen, weiß ich nicht, da habe ich so viele Ideen im Kopf. Zum Beispiel Lederhosen-Outfit, gell? Du gehst in die City und forderst irgendwelche Leute heraus oder halt natürlich ein bisschen hier wieder in den Bergen unterwegs und da noch was machen. So, weißt du, hätte ich voll Bock drauf, aber habe ich schon seit mehreren Jahren. Irgendwie komme ich dann nicht dazu. Gell? Oder stell dir vor, ich gehe mit einem Basketball-Oktoberfest zum Beispiel. Natürlich jetzt Corona, immer wieder abgesagt, da wird es nichts, aber du weißt, was ich meine. Das wäre ein lustiges Ding. Das ist vielleicht so die deutsche Variante vom Spider-Man, vom Professor Amerika. Ich glaube, hätte Potenzial. Ja, aber Wurfquote ist heute nicht so drin. Was ist denn heute dran? Naja, seht, bei mir ist immer alles raw und uncut. Selbst wenn hier mal kein guter Tag ist mit Treffen und so, alles kommt drauf. Ja. Ball übrigens immer noch Top Wilson NCAA, kann ich nur empfehlen. Unten Videobeschreibung, in jedem Video verlinkt. Eine Empfehlung für dieses Jahr. Ja, jetzt. Das ist das Schöne beim Werfen. Du merkst es. Ein paar Würfe genommen, ne? Die ersten Würfe sind so steif und so. Dann aber von hier unten alles raus. Hey, das ist Wahnsinn. Das tut einfach gut. Das tut einfach gut. Eigentlich wollte ich ein Video machen über den perfekten Ausgleich, so ein bisschen Privatleben und so erzählen, aber jetzt habe ich ja schon 4 Minuten drauf, da denke ich mir, das mache ich im nächsten Video, jetzt einfach nur Körbe werfen. Ja, das ist halt gut. Jetzt könntest du natürlich sagen, Mike, wieso wirfst du nicht auf einen anderen Korb? Gleiche Problem. Und zwar habe ich bei so vielen Körben bei uns in der Gegend, wahrscheinlich der gleiche Hersteller, die Ösen oben, wo die Netze einhängen, brechen ab. Die sind abgebrochen, schlecht gelötet, geschweißt,
minderwertige Qualität und dann hängt halt eine Kette runter und wickelt sich rum und schon hast du ein engeres Loch. Was jetzt so in der Hinsicht? Ja, in der Hinsicht ist es nicht so gut. Das ist aber auch hier. Oben ist noch ein bisschen der Touch. Heya. Wisst ihr? Kann ich nicht wieder gehen. Das kannst du aber nicht festmachen, weil oben das Ding abgebrochen ist, weißt du? Was auch so ein Ding ist, der Höhenunterschied jetzt auch so ein bisschen. Du musst dich echt ein bisschen dran gewöhnen, zum Beispiel der in Prien, wo wir immer zocken, ne? So hauptsächlich, wo die meisten Videos jetzt entstehen, diese 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und so, King of the Quad, der ist ja in Prien, Sportplatz. Da ist der Korb auf 2,95, glaube ich. Haben wir letztens ausgemessen. Muss ich noch ein extra Video drüber machen. Hier ist er. Auf jeden Fall original, wenn ich einen Tick höher. Das ist ja einheitlich in Bayern mit den Ringen draußen. Ja. Kommt mir oft so vor, als die Leute, die hinbauen, die wissen gar nicht genau, wie hoch so ein Korb eigentlich hängt. Da denkt man, wie hoch ist denn so ein Korb? Josh, was meinst du denn? Ha, Seppi? Ha? Oh, 3 Meter, glaube ich. Was denn dann? Wird das so irgendwie ungefähr, ja, passt schon, gut ist, weißt du? Hauptsache, da steht einer. Und. Und hey, mir gesehen ist es eigentlich wurscht, weißt du? Da kommen immer mehr so Leute, wenn jemand danken kann, zum Beispiel auf einen niederen Korb, ist ja auch so ein Teil, ja? Es kann jemand gut oder normal stopfen auf einen Korb, der ein bisschen niedriger ist. Ey, da kommt sofort immer 1, 2, 3, 5, 10 Leute an. Oh, der ist aber nicht original. Da könnte ich das aber auch. Weißt du? Ey, das ist so, kennt ihr, der Klassiker? Der Korb ist aber keine 3,5 Meter. Selber könnten sie nicht mal stopfen, wenn der Korb 2,50 Meter wäre. Weißt du, was ich meine? Das ist so lächerlich oft. Aber ja, mir ist das so gesehen wurscht. Hauptsache das Feeling hier. Um das geht's mir, das Feeling. Ja? So schlecht läuft es gar nicht. Oh. Nice. Das ist schon ein schöner Touch. Was auch schön ist, ey, das Laufen mit meinem linken Fuß, gell? Pass mal auf, wie schnell ich bin. Okay? Der Ball kommt nur zweimal auf. Okay, sag mal, 4, 5. Oh, schade. Aber ey, oh, wie geil. Es tut nicht mehr weh. Ich kann echt wieder schnell laufen und es tut nicht mehr weh. Mega geil. Ich brauche halt echt noch mehr Zeit, weil dieses Ruheschmerz von meinem Fuß ist immer noch nicht weg. Nice. Schön. Es macht einfach Spaß. Das ist befreiend, Alter. Das ist echt befreiend. Oh. Ja, ah, oh fuck, das ist das leichte Zug jetzt wieder. Hab mich auch nicht aufgewärmt. Ne? Ich gehe hierher und mach zack, 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 nur für euch. Oh. Schon hat ein leicht, es ist kein Schmerz, aber es ist schon wieder. Oh, mei. Wird der Mike denn nie lernen? Wahrscheinlich nicht. Mike, wie läufst du eigentlich rum? Du bist 38 Jahre alt. Zieh dich doch mal dem Alter entsprechend an, Mike. In deinem Alter, Mike, da muss man doch als erwachsener Mann ein Hemd haben und eine normal sitzende Jeans. Aber Mike. Aber Mike, so kann ja auf dir nichts werden. So schaut's aus. Ah, schön, das ist echt. Oh, befreiend. Oh, Mann.
Es ist geil, es ist geil. Wow, das ist du, der Ball und der Korb. Das ist, ich kann euch das. Ist, ich kann das keinem, das kannst du keinem erklären, wenn man es selber nicht fühlen kann. Weißt du? Geht nicht. Das geht nicht. Ich versuche das ja in so vielen Videos immer wieder zu erklären und ich wiederhole mich auch oft. Aber ja, auch wenn der da oben hängt jetzt, holt man halt runter. Aber es geht weiter. Einfach schön. Es ist einfach schön. Frische Luft gibt er, wie leise es ist. Vögel sind wieder am Zwitschern. Wahnsinn! So, einer noch. Einer noch. Einer noch, habe ich gesagt. So, schön, Alter. Ja, Mann, hey. Weiß auch nicht. Wieder mal Körbe werfen mit Mr. Mike. Das andere Thema muss ich jetzt irgendwie anders machen. Da ist heute nicht hier der richtige. Ich fühle es nicht. Ich fühle dieses Thema an diesem Platz hier nicht. Was sehr schade ist. Ich glaube, ich fahre noch einmal anders hin. Das mache ich. Das ist auch cool, was ich finde, diese vielen Plätze zur Auswahl hier zu haben. Und ein Auto zu haben. Ne? Und ein schönes Auto. Ah, das ist schön. Ne? Da passt der Platz nicht. Es sind Menschen da. Scheiß drauf, fährst du anders hin. Weißt du? Das ist so, wegen Competition hast du höchstens hier ein, zwei Plätze, wo du hinfährst, wo du weißt, da könnten Leute sein. Rosenheim zum Beispiel, sonst Umgebung. Da kommt kein Schwein hin, wenn ich nicht vorher Bescheid sage, dass ich komme. Weißt du, ansonsten hier ist einfach nur Ballen für mich selber. Dass ich auf einem Platz mit zufällig jemanden getroffen habe, mit dem ich dann gerne gezockt habe, das ist ein Lottogewinn. Ein Fünfer, sage ich. Ein Fünfer richtiger im Lotto so. Ansonsten zufällig hier jemanden treffen, das ist eine andere Hut. Das ist hier nicht die Großstadt, das ist Landleben pur. Weißt du, das ist ja. Ballerlife ist hier nicht wirklich. Ne? Hier hast du nicht solche freaky Baller, leidenschaftliche mit Passion, mit diesem Flair, mit diesem Outfit. Hast du hier nicht. Da bin ich wirklich der Einzige. Wie gesagt, ja, dementsprechend altermäßig korrekt anziehen und diesen Scheiß, weißt du, Gesellschaft und so. Ey, okay, der Bayer, also der Deutsche an sich. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike?